Hallo Leute und herzlich willkommen zu Staxel im Multiplayer. Mit dabei ist der Bloody Knight. Hallöchen. Hallöchen. Guten Tag. Freut mich, dabei zu sein. Ja, mich freut es auch. Wir spielen zusammen im Multiplayer und ich hoffe, es funktioniert auch ganz gut. Ich habe gehört, das ist ein neues Spiel. Naja, so neu ist es jetzt nicht, aber das ist halt noch im Early Access. Alter. Ich habe nämlich schon mal kurz reingespielt und habe mir da schon mal einen Charakter eingelegt. Du kannst tatsächlich deinen Charakter. Wow, ich stehe in dir drin. Persönlichkeit. Ah, geh weg. Weiblich, männlich, da verändern sich bloß die Klamotts am Ende. Also weiblich bekommt ein bisschen Taille, männlich natürlich nicht. Man kann elfisch sein und nicht elfisch sein. Persönlichkeit 1 und 2, ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Ich mach mal 1. Ich mach 2. Hautfarbe ist auch klar. Schwarz. So. Ich finde die Frisuren. Gibt's hier verschiedene? Ja. Ich mache aber da tatsächlich. Guck mal, man kann hier so eine Krone-Frisur nehmen, so eine Prinzessin-Frisur als Mann. Also, ich glaube, das auch so allgemein vom Aussehen her ist das Spiel eher dafür ausgerichtet, dass man als Frau spielt in dem Spiel. Was? Nehme ich mal so an. Coole kleine Hütchen. Ich nehme die erste Frisur. Die sieht meiner am ähnlichsten, glaube ich. Obwohl, eigentlich habe ich einen Zopf inzwischen. Gibt's hier eine Zopffrisur? Nach den Augen. Nee, das ist das einzige mit Zopf oder was? Nee, das ist ja blöd. Blond, rot, schwarze Haare, pink, violett, lila, weiß. Brownski. Ich nehm gelb. Gesicht. Verschiedene Gesichter gibt es hier noch. Alles mögliche. Rocco ist auch mit dabei. Wie nice. Aber ich nehm normales Gesicht. Klamotten. Hier gibt es verschiedene Klamotten, ein Oberteil, wo man auch ein bisschen Dekolleté zeigt als Mann. Das kann man natürlich auch mal machen. Schwarzer T-Shirt. Ach so, dann macht man die Farbe von dem Klecks da. Eine Katzen-T-Shirt. Und ich nehme den Pulli. Hosen. Und Schusen. Weißt du Bescheid? Hier kann man auch ein bisschen die Farbe ändern. Seht ihr das? Da ist so ein bisschen was anders. Ich nehme diese Farbe, akzeptieren. Steuerung, bla 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 bla. Bewegung mit WASD. Steuerung und Tab macht man das Inventar auf. Übrigens geht das auch mit E auf, habe ich schon ausprobiert. Mit M machst du eine grobe Übersichtskarte, also da zoomst du einmal übel krass raus. Und jetzt fangen wir direkt an. Hallo, hast du jetzt hier mit der Dame gesprochen? Ja. Du hast gar nicht vorgelesen, was sie gesagt hat, das ist ganz schön frech. Ach so, ich dachte, du kannst mit der noch sprechen. Nee, ist egal. Guck mal, hier ist Computer. Du brauchst einen Hammer, um das zu zerstören, ja? Man braucht einen Hammer, um den Computer zu zerstören. Um es kurz zu erklären, die Dame hatte mich gerade begrüßt in unserer, also jetzt die neue Stadt, die Samon oder sowas heißt. Samtown. Oder Samtown, genau. Und sie hat mich quasi gefragt, ob ich die Farm übernehmen möchte. Und das willst du auch. Und genau, und diese Frau, die nette Dame, ist jetzt ein bisschen dabei, um uns zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich kann tatsächlich auf Lumpy rechter Mausklick machen. Aber irgendwie passiert nichts. Nee, ich kann natürlich auch nichts machen. Interagieren steht da, aber... Ach doch, du hebst die Hand. Du winkst. Juhu, hallo. Okay, lass mal weitergehen hier. Gott. Erwischen du, Maximilian. Den lass ich erstmal ruhig. Die gute Dame, den müssen wir jetzt verfolgen. Ich weiß sogar, wo die lang gelaufen ist. Nämlich hier lang. Schick. Sieht cool aus, das Spiel, oder? Auf jeden Fall. Hallo, da ist sie doch. Farmflat. Oh, ein neues Gesicht. Das sieht man hier selten. Nein! Du musst Lumpy Hunter sein. Ach krass, das sehe ich! Du siehst, was sie sagt? Ja! Cool. Im Namen aller Einwohner Samtowns willkommen. Nice. Ich sehe sogar, wenn sie mit dir spricht, dass dann in dem Namen, wenn sie dann deinen Namen, also den Namen nennt, normalerweise sehe ich, dass sie dann deinen Namen sagt. Cool. Ich bin übrigens Farmfan. Ich wurde geschickt, um mir den Einstieg zu erleichtern, hat sie doch gerade eben schon mal gesagt. Ist das richtig? Du willst die alte Farm übernehmen? Nein, natürlich nicht. Achso, das ist das, was sie zu dir gesagt hat? Exzellent, das dachte ich mir doch. Blablabla. Möchtest du die Farm übernehmen? Ja, okay. Okay, das perfekt. Das ist ja nice. Bin froh zu hören. Lalalalalala. Verpiss dich mal hier mit deinem Besen, Junge. Hier, guck mal. Oh, lol. Was haben wir denn hier? Noch ein Störenfried? Ja. Folge mir. Oscar ist mein Name und ich behalte ein Auge auf dich. Oh je. Oh, und bleib runter vom Rasen. Keiner will deinen Matsch auf dem... Warum denn nicht? Okay, ja.
Mach dich runter von meinem Vorgarten. Und was jetzt? Hör mal, so, das ist das. Komm her. Lol, Alter. Das ist das Liegesthaus. Es ist ein schöner Ort, um den Tag der getanen Arbeit ausklingen zu lassen. Roden, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht vor Ort. Du kannst kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ich warte hier auf dich. Musst du jetzt auch nochmal mit ihr sprechen? Geh du mal zu Roden und sprich mal mit Roden. Roden. Und ich, während du den ablenkst, raube ich den erstmal aus. Okay. Oh, ich denke nicht, dass ich dich hier schon mal gesehen habe. Natürlich nicht. Gerade erst neu. Bist du neu in der Stadt, wa? Ich bin mir sicher, dass du hier auch gut reinpassen wirst. Hier, das geht aufs Haus. Oh, wir kriegen Geld. Och nee, nur ein Becher voll Saft. Betrachte es als ein Willkommensgeschenk. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Warum? Willst du ein Date mit mir? Tut mir leid, ich bin da männlich und ich stehe auf Frauen. Übrigens, das mag vielleicht jetzt etwas komisch klingen. Aber. Nee, guck mal. Lies dir mal das Klingen vor. Klingen? Ja, okay. Gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Naja, das Problem ist, ich weiß nicht. Zur Auswahl sind bei mir Katzen. Mit der Beschreibung, Katzen sind extrem süß. Oder Hunde sind die besten. Ich glaube, wir nehmen mal Hunde. Wie geil ist das? Was für ein Glück du doch hast. Letztlich kam ein Händler hier vorbei, dessen Tante die Freundin hatte einen Neffe, welcher Junge bekommen hat. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farm Fun fertig bist, könnte ich eins für dich haben. Viel Glück. So, pass mal auf, geh mal hier auf die andere Seite. Okay. Und jetzt drück mal mit rechter Maustaste auf so einen Stuhl. Ja, Mann, jetzt sitzt du auf dem Ding drauf. Geil. Jo, Alter. Was geht ab? Hast du einen Krug Bier? Nee, hab ich nicht. Tatsächlich? Ja. Mit Leertaste stehst du wieder auf. Nee, guck mal. Ah, nee. So, pass mal auf. Ja, lass mal. Nein. Oh, jetzt hat er getrunken. Doch, nee, jetzt hast du noch in der Hand. Steh mal wieder auf. Jetzt rede ich mit dem. Ja. Mal gucken, ob er das gleich nochmal zu mir sagt. Ich dich schon mal gesehen habe. Bist wohl neu in der Stadt, wa? Ich bin mir sicher. Blablabla. Ein Tier. Du hast Katze gesagt? Ich bin auch eine Katze. Ich hab Hund gesagt. Ach so. Was kann ich heute für dich tun? Eigentlich nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich erstmal mit der Klick mal bitte auf die Kasse. Kasse? Du brauchst Hammer, um da zu dichten. Oh, schade. Ich habe tatsächlich nämlich die Kasse ausgeraubt, während du mit dem geplaudert hast. Ich habe 105 Münzen davon bekommen. Ja, okay, dann lass mal hinsetzen, dann trinken wir jetzt erstmal ein. Warte, wir gehen ja auf den Privatplatz, würde ich sagen, oder? Ach krass, du kannst mit, guck mal, wenn du das Mausrad änderst. Da kannst du das Menü durchscrollen, dein Inventar. Ah. Prost! Hallo. Dreh dich mal um. Hallo. Hä? Wieso soll ich mich umdrehen? Weil du zur Wand guckst. Hä? Echt? Jo, bei mir schon. Oh. Guck ich jetzt woanders hin? Nein, du guckst tatsächlich immer noch zur Wand hin. Ist das crazy? Ach, warte mal. Guck ich jetzt richtig? Bloody? Ja. Guck ich jetzt? Guckst jetzt gerade zur Wand. Echt? Ich sitze schief drauf? Das ist ja scheiße. Jetzt sitzt du schief. Warte mal. Setz dich mal auf den Stuhl. Du sitzt gerade. Dreh ich mich gerade? Ja, du drehst doch deinen Kopf. Guck ich dich gerade an? Ja. Jetzt nach links. Genau. Und jetzt guckst du nach oben und so. Hä? Genau. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze? Ist ja komisch. Jetzt drehst du deinen Kopf. Aber jetzt guckst du nach oben. Ich gucke jetzt Richtung Tür, oder? Ne, du guckst gerade Richtung Wand. Bei mir. Aber da ist die Wand. Jetzt, wo ich gerade hier stehe, da guckst du hin. Hä? Ich guck nach da. Ich sitze verkehrt rum auf dem Stuhl? Ja. Okay, warte mal. Sitze ich jetzt... Auf den Stuhl kann ich mich gar nicht setzen. Sitze ich jetzt richtig rum? Also jetzt sitzt du quasi Richtung Wand, ja. Jetzt drehst du dich nach rechts, links. Komisch. Okay, egal. Lass weitergehen. Okay, jetzt müssen wir mit der Franny sprechen. Hallo. Das ist das örtliche Gasthaus. Es ist ein schöner Ort. Den Tag noch. Rowan, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ja, er hatte gesagt, dass ich was von ihm kriege, wenn du... Ja, das haben wir doch schon gemacht. Bloody Night. Sprich nochmal mit ihr. Was kann ich heute für dich tun? Oh, was ist denn?
Hey, rate mal, ich habe Samen gefunden, als ich in den Boden gepflügt habe. Aus ihnen ist leckeres Gemüse gewachsen. Das war vielleicht eine Überraschung. Ja, jetzt sollten wir weitermachen, ja. Ja, das Problem ist, es hieß doch, wenn wir mit ihr... Ach nee, wahrscheinlich kriegen wir das erst, wenn wir mit ihr fertig sind. Hm. Können wir weiter? Ja, machen wir uns auf den Weg, oder? Ja, genau. Ach, wir müssen beide mit ihr sprechen, wahrscheinlich so. Folge mir. Ich folge dich. Follow me. Okay. Komm, wir trinken einen unterwegs. Prost. Was für Alkoholiker. Das war Saft. Mann, ja, egal. Okay. Der Supermarkt verkauft Dinge, die du täglich gebrauchen kannst. Wirklich? Hier kannst du Tiernahrung, Saatgut, Werkzeuge und andere praktische Sachen kaufen. Während du damit beschäftigt warst, mit Rowan zu plaudern, war ich da drüber bei den Händlern. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Ware, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf dem Verkaufsplatz legen und anklicken. Rübenwurzel. Cool. Samen. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Der perfekte Zeitpunkt, um sich den Weg zu farmen und zurück zu merken. Folge mich. Warte, ich will auch mal mit dir sprechen. Dann sprech doch. Geht nicht. Achso, dann musst du warten. Hey, Oscar. Oh, was ist das? Ich komm gleich nach. 3 Stunden später. Wie? Ach, guck mal. Sieht nice aus. Die hat Katzenohren. Hä? Ist so dunkel? Kann das sein? Die Lichter gehen tatsächlich schon. Ja. Nice, Alter. Guck dir mal den riesigen, runden, kreisrunden, weißen Mond an. Hallo, Farmfan. Ich spreche jetzt mit Farmfan. Oh, Jesus. Jo, mach das. Klicki, klicki, klicki. Geht nicht. Die guckt dich an, also musst du mit ihr sprechen. Hier sind wir, dein neues Zuhause. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einleben. Du bist etwas außerhalb des Dorfes verglichen zu und anderen. Naja, ich muss aber dazu gestehen, dass die Farm noch wesentlich angenehmer aussieht als bei Stardew Valley, ne, also... Hoffentlich wird dein Haustier dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Falls nicht, komm einfach die Straße runter, wir plaudern gerne. Ist das ein Date? Ey, Blondie, ich hab ein Date. Wollen wir jetzt Felder anlegen? Ja, natürlich. Hast du vielleicht eine Hacke für mich? Oder für uns? Ja, bist du Hacke oder was? Hacke dicht, Junge. Oh, Die läuft ein bisschen wie so ein Dulli. Ja, komm. Warum fahren? Mit der Hacke kannst du... Oh. Ja. Okay, ich lese vor. Okay. Mit der Hacke kannst du den Boden umgraben, um Samen zu setzen. Bitteschön. Wenn du die Maustaste gedrückt hältst, vergrößert sich der Bereich. Okay. Versuch mal für eine Pflanze ein paar Samen um mich. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. Okay, dann Samen. Los, du sollst Samen. Alter, ich sehe nix, Alter. Es ist unfassbar dunkel. Ich guck mal in die Option, ob ich das hier irgendwie gerade ein bisschen unfassbar heller bekomme. Ja, warte mal, Option. Nein, nicht Charakterdesign, Optionen. Nee. Aber tatsächlich, du kannst, gucke. Ich guck. Auf einmal was die passiert? Felder. Ja, guck auf den Boden hier. Ich sehe nix. Was? Ja, der ist bei mir so dunkel. Ja, okay, dann pflanz mal ein paar Samen. Ja, okay. Oh, jetzt sehe ich den Samen. Hier ist ein Samen. Untersuchen. Die Samen wachsen gewachsen? Was? Ja, die Übersetzung muss noch was nachgeholt werden, offensichtlich. Ja. Okay, scheinbar. Hast du noch mehr? Nö, ich hab nur die Samen gehabt. Ja, dann sprich nochmal mit dir. Ja. Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für die gute Arbeit. Eine Gießkanne, du hast 200 Blütenblätter erhalten. Mhm, okay. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, trocknen sie aus. Natürlich. Das wird Standard sein. Ausgetrocknete Pflanzen wachsen nicht. Hier ist aber die Frage, wenn wir offline sind, läuft das dann automatisch weiter? Nee, dann bleibt das Spiel stehen. Okay. Los geht's, versuch's mal. Ja, dann versuch's mal. Alter, das ist dunkel. Was ist jetzt passiert?
probiere den Third-Person-Modus aus, indem du die Kameraentfernung in der Option umstellst oder Strong Mouse hältst. Ach, ich wusste es. Es ist ein Tag vorbei. Jo. Jetzt wird's wieder heller. Guck mal. Hui. Oh, du hast die Gießkanne in der Hand. Yeah. Du musst aber die Samen gießen, oder? Die Samen habe ich gegossen. Ach so. Das Feld ist auch tatsächlich dunkler geworden. Ich sehe das. Das sieht alles gleich aus bei mir, schwarz. Nee, es ist hier ein bisschen heller als da. Okay, nee, mach erstmal weiter. Ich werde es ja gleich am Tag sehen. Ja, es ist schon gemacht. Guck mich hier so lange ein bisschen rum. Du kannst die Gießkanne, um deine Pflanzen zu bewässern. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, trocknen sie aus. Ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Dass ausgetrocknete Pflanzen nicht wachsen, ist ja klar. Hä? Ich hab's doch gegossen. Oder musst du auch mal gießen? Nee, ich kann ja nicht gießen. Ich habe doch kein Werkzeug. Guck mal, du hast hier hinten doch noch eins gepflanzt, oder? Nö, eigentlich nicht. Nur hier. Die einzige Pflanze, die ich habe. Die Samen wachsen gewachsen. Ja, schön. Keine Ahnung. Nur. Sieht so aus, als ob du es langsam in den Griff kriegst. Ja. Ah. Hier, eine weitere Belohnung. Warum kriegst du den ganzen Scheiß? Ich mach doch hier die Arbeit. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird einiges an Zeit brauchen, bis es wächst. Tatsächlich fange ich an, mich etwas durchsichtig zu fühlen. Notiz für Rowan. Kannst du diese Notiz? Ja. Und bring mir was zu trinken. Ja. Vielleicht hat er ja sogar ein paar Aufgaben für dich. Ich warte dann hier auf deine Rückkehr. Ja. Könnte es eventuell daran liegen, dass schon als erstes... Ja, das wird daran liegen. Geh du schon mal vor, ich versuche mal mit Farbenfan zu sprechen. Alles klar. Sie winkt. Das ist das örtliche Gasthaus. Hä? Du bist doch nicht mal ernährt. Ich muss das Tutorial jetzt weitermachen. Ach also so. Leute, ich würde dann sagen, wir beenden an dieser Stelle erstmal die Aufnahme und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Stacksel. Oder wo rettet die jetzt bitte hin? Willst du mich verarschen? Jetzt rennt die zurück zum Marktplatz. Ich lach mich tot. Fick. Nee. Okay, also ihr kennt das Ganze ja schon. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal eine kleine Pause einlegen. Bis dahin, macht's gut und tschaußen. Ciao.